Hallo Leute, zurück bei Let's Play Kid Icarus Uprising. Ich bin Lorenor2Zorro. Das hier ist mein 3DS. Das ist Kid Icarus Uprising. Das Spiel, das wir heute Let's Playen werden. Und heute werden wir... wieso habe ich so viele neue Icarons? Icaron-Eier meine ich. Ich pack mal zwei in eine Schüssel, dann ist die Erfolgswahrscheinlichkeit höher. Und wir kriegen einen Engelsbogen. Und mal gucken, was wir hier kriegen. Die Auberginenbobbe. Wir haben ja heute wieder ganz tolle neue Sachen bekommen. Warum auch immer. Ich weiß jetzt nicht warum. Und wir können endlich. Warte, erstmal zeige ich noch meine neueste Ausrüstung. Nämlich, ich habe eine ultimativ aufgetunte Samurai-Klinge. Und noch ein paar andere Sachen. So ein spezielle Klaue und so Keulen. Noch. Naja. Eigentlich hauptsächlich als Hauptwaffe jetzt die Samurai-Klinge. Und deswegen machen wir damit auch das Level. Und zwar nicht auf Level... Ich will erstmal alles so auf Level 5 ungefähr machen, weil ich stelle es mir jetzt nicht so unbedingt leicht vor und ich will ja auch nicht alles verlieren, weil man verliert ja auch Sachen, wenn man ständig abkackt und so und vorher auf dem hohen Level gespielt hat. Versteht ihr ja hoffentlich. Also denke ich ja. Interessant. Ich auch nicht. Okay. Was ist das? Das erinnert ein bisschen an die Warp Zone aus Star Fox. 64 3D. Also, das ist schon ein hartes, seltsame Drogenwelt hier gerade wieder mal. Ja, sicher. Was ist das jetzt schon wieder? Mir gefielen eigentlich diese Welten davor ein wenig besser. Sieht ein bisschen aus wie Star Fox, also das erste Star Fox alias Starwing. Wo fliegen wir gerade hin? Ihr kennt ihn sowieso nicht viel. Es ist ja auch das Labyrinth der Täuschung. Der optischen Täuschung. Hä? Oh mein Gott. Ihr spinnt doch. Hä? So können sich die Gegner wechseln. Ach egal, hier ist alles möglich. Wir vergessen einfach mal alles, was mit Logik zu tun hat. Und dann können wir dieses Level doch viel besser anpacken. Vor allem, weil wir da jetzt gerade wieder zurückfliegen, wo wir gerade hergekommen sind, wie ich das Gefühl habe. Aber egal. Ja, woher willst du wissen, wo hier unten oder oben ist? Na egal. Palutena weiß alles, sie ist allwissend, weil sie Gott ist. Also sie ist die Göttin der Liebe oder so. Nee, ist Licht. Egal, der Liebe ist dasselbe wie Licht. Ich meine, Licht und Liebe, das ist sowas wie Bruder und Schwester. Ach egal. Was ist denn hier los? Spinn's doch, Palutena. Mal ganz ehrlich. Ach, fuck off. Jo, scheiß Gegners, ey. Hab ich gerade gesagt, fuck off, jo, scheiß Gegners. Das ist natürlich sehr gutes Englisch, wirklich. Also, ich bin stolz auf meine Englischkenntnisse. Sowieso. Handora, das Handmonster, hä? Nein, dieses komische Viech da. Oh, toll. Ich bin so schlecht gerade. Wir sind wieder in unserer Lieblingswelt. Oder so. Hallo, Stippmonster. Geht doch. Komische Welt, ey. Verstehe gar nichts mehr. Wo wollen wir denn eigentlich landen? Links lang, würde ich sagen. Das heißt, ich muss mich jetzt richtig entscheiden, aber woher soll ich wissen, wo es richtig lang geht?
Ach, es war beides falsch. Na dann, viel Spaß. Oh nö. War es das jetzt? Ja. Genau. Jetzt sind wir plötzlich bei Star Fox 64 wieder. Die hätte ich jetzt irgendwie abknallen sollen, glaube ich. Hä? Sprungplattform da. Sterbt doch einfach alle. Ihr stört. Ist die Luftschlacht jetzt nicht schon länger als 5 Minuten? Habe ich gerade das Gefühl irgendwie. Egal. Flapp, jetzt fallen wir durch den Boden, weil es eine Illusion war. Genau. Ach du Scheiße. Das Ganze jetzt wieder mal so aufzunehmen mit, es war eine andere Illusion anscheinend. Ja, toll. Kriege ich mal irgendwie Essen oder so? Ah, danke. Irgendwo ist jetzt Pandora, ich weiß nicht wo. Und sie unterhalten sich mit ihr. Cool. Ist sie jetzt plötzlich gut geworden? Nee, ne? Ach egal, lest einfach selber den Text. Ich habe keine Zeit zuzuhören oder sowas. Machen sowieso nur Lappen. Egal. Gehen wir da lang. Oh toll. Puh, ja. Ene mene, Mister, es rappelt in der Kiste. Mac und du bist weg. Und weil ich jetzt nicht diese hier wegnehme und dann die nächste ausprobiere. Ach, scheiß drauf. Nehmen wir einfach der Reihenfolge nach. Oh, das ist richtig. Dieses Labyrinth ist mir zu bekloppt, ehrlich gesagt. Oh nö, wir sind wieder am Anfang. Ja, viel Spaß dann, ne? Aber wo sind wir hier? Komisches Viech. Das scheint mir richtig zu sein. Ah. Warum wusste ich, dass das ein komisches Monster ist, was uns locken will? Ja komm, du komisches Viech, ich will dich killen. Danke. Ah, noch was. Welche, die sich ihm anschließen wollen, das ist doch schön. Meine Skills sind gerade sowas von schlecht, beziehungsweise runtergekommen, dass es irgendwie keinen Sinn mehr macht, hier noch großzeitig zu... Wo sind wir jetzt? Egal, einfach durch. Ich mag dieses Level nicht. Irgendwie nur wenn wir weiter weg sind, baut sich das weiter aus. Willst du mich zerquetschen? Scheiße, ist Illusion, ey. Mir reicht's, ich will raus. Geh wieder weiter. Blödes Teil, dumme Wand. Hast keine Freunde, keiner mag dich. Nur wobei, hast du schon mal eine Wand mit Freunden gesehen, Pit? Na egal. Ich glaube ja, Wände haben generell wenig Freunde.
Ich folge einfach dem Pfeil auf dem Bildschirm. Ah, da ist ein Viech. Was willst du hier? Was willst du hier? Was willst du hier, Truhe? Och nö, da komme ich nicht rüber. Haha, ich komme wohl rüber. Danke für das Zeugs. Weiter geht's. Aber ich glaube, da vorne ist auch noch was, weil ich dieses Labyrinth der Wahrheit so toll finde. Doch nicht. Och nein, was ist das denn? Yeah! Feuer! Ich kill euch alle. Ihr habt keine Chance gegen diesen komischen fetten Käfer. Kabuto-Typi-Dingens. Nashorn-Käfer. Mit Spezial-Shooting-Kraft. Genau, Shooting-Kraft. Yeah. Bin der Master. Ich kann alle wegrahmen. Ihr habt keine Chance. Nein, ich will nichts tappen. Ich schaff's überall durchzufahren. Ich bin der Master. Na gut. Was? Das ist Master Speedungs-Symbol. Geil, ich kann das Master Speedungs-Symbol aktivieren. Haben wir Freunde? Ah, wir haben Freunde, gut. Freunde. Nimm das Master Speedungs-Symbol. Master Speedungs-Symbol. Ja, ich weiß schon, aber ich will nicht das Arrow auf dem Touchscreen tappen. Ich will hier noch so viel entdecken. Nyan! Yeah, weggebammt. Da ist ein Arrow. So, da kriegt man ein bisschen Zeug. Und Pandora labern uns die ganze Zeit zu, irgendwie. Ich muss mir das hinterher nochmal angucken. Oder, obwohl, ich mache das ja sowieso immer nochmal so. Wenn mir gerade langweilig ist. Oh oh. Nein! Fuck, ey. Okay, sie kann irgendwie durch Spiegel Monster erschaffen. Keine Ahnung. Das heißt, wir müssen nach Pandoras Spiegel suchen. Sie hat immer gute Argumente, vor allem wenn sie schreit. Oh, das finde ich gut. Schlecht. Warum sollte sie Argumente brauchen? Oh ja, toll. In diesem Raum komme ich ja gar nicht voran. Cool. Hey. Wie weit ist dieser hässliche Raum? So. Mann, das ist ja schrecklich. Wie viele Minuten haben wir? Oh, wir haben schon 13 Minuten. Ich glaub's nicht. Da müssen wir lang. Okay, ich würde sagen, dann... Wieso jumpen die da so rum? Warum spackt ihr so rum, komische Viecher? Hallo? Naja. Wow, was ist das denn? Nein, ich bin wieder in den Abgrund gefallen und gestorben. Nein, ich lebe noch. Egal. Ich würde sagen, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann, ciao, euer Lanz Zorro, oder? Ja. Findest du doch auch, Pit, oder? Das sehe ich als ja an. Gut, ciao.